Soll ich machen? Begrüßung, Bruder, hast du Lust? Ja, ich bin bereit. Okay, 3, 2, 1. Jo, Freunde, ich grüße euch zu einem weiteren Video. Heute ist Switch Deal Discard Battle am Stitzele. Heute haben wir wieder ein versus Was laberst du? In dem Fall ist es Footies Pogba versus. Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Bruder, wer machst du nochmal? Ich Hullet. Ah ja, der Prime-Icon Hullet. Und ihr habt den Bruder schon gehört, ich hab den jetzt gerade gebraucht. Ich grüße dich, Tabaku. Servus Leute, ich bin's der Tabak. Freut mich hier bei Pato zu sein. Ich freue mich auf das Match. Mit Hullet und Pogba haben wir da zwei Maschinen im Mittelfeld. Das wird eine coole Nummer, Mann. Das wird krass. Ich freue mich ja, dass ich ja noch ein Video über Pogba machen darf. Also, Chris, es tut mir nochmal sehr leid, dass du nur 4 Spiele spielen durftest. Obwohl du ein Video machen wolltest. Es wirklich tut mir leid, Chris. Ja, an dieser Stelle auch von mir. Absolut. Ja. Also ich hatte so Mitleid, das war einfach der Wahnsinn. Oh, ich schwöre es dir, ich auch. Jetzt mache ich noch so auf lustig, aber ich schwöre es dir, ich war für ihn todtraurig. Das war zu krass. Bruder, er war echt traurig. Er hat sogar mir heute erzählt. Er so, Bruder, ich habe gegen Pato Pogba verloren und Hazard. Da sind schon so ein bisschen gedreht nochmal gekommen. Er macht Hazard extra zum Abstoßen. Es war einfach bitter. Ja, vielleicht stoßt du dann heute Pogba ab, weißt du? Ja, es kann echt sein, dass oder ich hole vielleicht treffen sie sich dort wieder, keine Ahnung. Aber Leute, Tone Tapaku ist mal wieder auf meinem Kanal am Stiefel. Er war der allererste, mit dem ich euch Switch Deal meine Serie vorgeschlagen habe oder vorgestellt habe. Ihr habt das sehr gefeiert. Ich hoffe, ihr feiert das weiterhin. Zeigt es uns mit einem Däumchen nach oben. Danke euch dafür. Und ich würde mal meinen, wir zeigen euch mal das kranke oder die krassen Teams, okay? Bist du bereit, mein Lieber? Let's go, man. Ich bin bereit. Boom! Leute, ich hab's Tone schon gesagt, er weiß noch nicht, bis auf Pogba, welchen Spieler ich habe. Aber dieses, oh mein Gott, ich schwöre es euch, wenn ich verliere, ich kann verkaufen gehen, Leute. Ich kann echt verkaufen gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich meine, Hullet ist schon mal eine Hausnummer. Ja, schon. Aber ich würde mal sagen, ihr könnt ja mal abstimmen, Leute. Schreibt einfach, welches Team ist heftiger? Pato oder Tabak? Schreibt einfach Pato oder Tabak rein. Ja. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt es in die Kommentare. Pato oder Tabak? Danke, 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 danke. Gut. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Jetzt werden wir die ganzen Formationen so umändern, dass keiner mehr auf der angestammten Position steht. Richtig. Und ja, ich bin bereit, dann geht's los, Leute. Ich bin bereit. Ich habe die 4-3-3, die vierte. Und du hast die... Ich habe die 4-4-2, die zweite, Bruder. Let's go. Pato, wir fangen an bei deinen Stürmern. Die beide werden jetzt umgestellt. Und ich nehme den linken Stürmer. Der kommt als Linksverteidiger hin. Als und? Linksverteidiger. Heute, also heute keine Links-Rechts-Schwäche. Ich verspreche es euch. Ich wusste, dass du schon mal was erwähnen wolltest. Und okay. Rechte Stimme auf die Rechtsverteidiger-Position. Also auf rechts außen. Okay, rechts außen-Position. Okay, mein Lieber. Bei dir kommt der linke Flügel. Wo steht nochmal dein Hullet? In ZOM, in der Mitte. Okay, dann kommt der linke Flügel zum rechten ZM. Ja. Der Stürmer geht in die Tausch mit dem rechten Innenverteidiger. Okay. Und der rechte Flügel tauscht mit dem linken Innenverteidiger. Linker Innenverteidiger. Alles klar. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Wir gehen rüber zu den nächsten zwei Positionen von dir, oder? Drei. Ah. Also links Mittelfeld, rechtes ZDM und rechts Mittelfeld, recht. Bruder. Genau. Okay, wir gehen rüber zu den nächsten drei Positionen. Und den linken Mittelfeldspieler, den tue ich in den rechten Sturm. In den rechten Sturm, ja. Den rechten Mittelfeldspieler, also RM, tue ich in die linke Innenverteidigung. Linke Innenverteidigung, okay. Und dein rechter ZDM, der kommt mal kurz ins Tor. So machen wir es. Ins Tor. Richtig. Perfekt. Super. So. Dann bist du dran. Man holt das nicht anfassen. Jetzt kommt linker und rechter ZM, richtig? Genau. Gut, der linke ZM wechselt mit dem Torhüter. Alles klar. Und der rechte ZM wechselt mit dem linken Flügel. Rechter ZM mit dem linken Flügel. Gut. Ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Alles klar. Okay. Wir machen weiter mit den Außenverteidigern, oder? Ja. Dann würde ich sagen, kommt der Linksverteidiger. Den haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen bewegt mit dem Stürmer oder sowas. Diesmal geht der jetzt gut ins Tor.
ins Tor, okay. Und der rechte Verteidiger, der kommt in dein rechtes zentrales defensives Mittelfeld. Rechtes zentral defensives, okay. Ja. Sehr, sehr gut, passt. Gut. Deine Außenverteidiger, der Linksverteidiger, tauscht. Bitte was Gutes. Was? Jetzt wird's echt schwierig. Gib mir was Gutes. Mit dem rechten ZM. Ja. Und der Rechtsverteidiger tauscht mit dem Stürmer. Okay. Alles klar. Dann sind wir bei der letzten Position angekommen, oder? Genau. Alles klar. Zwei Innenverteidiger, ein Torwart. Bei mir sieht das bis jetzt, also ist bis jetzt alles gut verstellt. Ich habe schon 4 bis 6 Game Changer ungefähr. Ja, so sieht's bei mir auch aus, Bruder. Okay. Dann würde ich sagen, kommt der linke Innenverteidiger. Pass auf, den packen wir ins linke Sturm. In den linken Sturm? Ja, linker Innenverteidiger, linke Sturm. Okay. Dann nehmen wir den rechten Innenverteidiger. Der geht in die... wo tun wir den? Ins linke Mittelfeld. Linke Mittelfeld? Genau. Und zu guter Letzt hauen wir den Torhüter noch in den rechten Sturm. In den rechten Sturm? Genau, der Torhüter, ja. Jetzt hoffe ich, dass du nicht so viele Game Changer hast oder Joker, wie auch immer man es betet einfach. Okay, das klären wir gleich, Bruder. Ja. Das klären wir gleich. Ich bin aufgeregt. So, dein linker Innenverteidiger tauscht mit dem Rechtsverteidiger. Dein rechter Innenverteidiger tauscht mit... Boah, es ist echt schwierig, Bruder. Ich will dir keinen reinballern. Mit dem rechten Flügel. Und dein Torhüter tauscht mit dem rechten ZM. Okay, Bruder, wie viele Joker hast du? Bruder. Ja? Ich glaube, das ist heute absolut Ripperino. Ich habe keinen einzigen Joker. Bruder, soll ich dir was sagen? Hast du auch keinen? Deine letzten 2 Switch-Deals waren mit Joker. Ich habe 2. Oh Gott, Alter. Weißt du, wer bei mir im Tor ist? Also wirst du gleich sehen, ey. Jungs, das ist eine Katastrophe. Oh mein Gott. Ich bin gerade auch mega gespannt. Ich bin so am Arsch. Jetzt überlege ich. Schon mal Salah macht schon so. Ich überlege noch ganz kurz, ob ich dir einen zweiten Joker reinknall. Ja. Jetzt hat der Pate die Möglichkeit, entweder den Spieler umzustellen. Das hast du ja schon gemacht, gell? Einmal jetzt mit dem Torwart, oder? Stimmt, warte. Wenn ich dir einen Joker gebe. Wenn ich dir deinen Brosetorhüter reinknalle. Kannst du ja ganz zufällig den Torwart ins Tor schieben. Ja, richtig, ja. Soll ich dir was sagen, Bruder? Was? Das passt nicht, Ich bin heute kein Ehrenbruder. Oh Mann. Ich werde 2 Position Change verwenden. Das war's echt komplett, Alter. Jungs, wenn ich dieses Spiel überlebe, ich werde zu schwitzen müssen. Mann, ich hab einen Feldspieler im Tor und der ist auch noch schlecht. Also halt, der ist klein, meine ich, nicht schlecht. Jetzt hat sich mein Spiel noch aufgegangen. Weißt du was? Ja. Ich werde sogar, die stehen nämlich gerade so gut, meinen Rechtsverteidiger steht der Stürmer, okay? Und auf der Rechtsstürmerposition steht der eigentliche Rechtsverteidiger. Okay. Das heißt, ich tausche diese Variante. Und Linksverteidiger ist auch ein Stürmer. Linker Stürmer ist der Linksverteidiger. Tausche ich auch. Ich musste mein Spiel kurz neu starten, weil ich auf. Oh mein Gott, jetzt bin ich so gespannt Rest auf dein in Team, peace, Bruder. Mann. Ich bin so am Arsch. Oh mein Gott! Du hast 2 Stürmer vor, ist es dein Ernst gerade? Was macht denn Silberspieler in deinem Team? Bruder, der musste wegen Full Cam. Das muss einfach. Aber es ist bunt und schön. Dein Team ist auch schön, aber nein. Oh mein Gott, er hat einfach Mohammed drinnen. Oh Gott. Trotz allem, ich wünsche dir wirklich viel Glück. Ich dir auch, Mann. Wow. Aber okay. Ich wünsche dir nicht Spiel. So viele Tore. Wer ist denn dein Verteidiger? Bruder, das spielt keine Rolle.
Schau, wie er gleich schießt, Mann. Jungs, Vater wird aus jeder Ecke schießen. So ein Schlingel ist das. Jungs, meine Stürmer, meine Innenverteidiger sind vorne im Spiel. Schau mal, Piqué, Ramos, Doppelpass. Ich wusste es. Was? Das wäre die Chance gewesen. So, sorry, falls mein Kopf im Bildschirm drin ist. Das ist heute funktioniert. Nein. Oh mein Gott! Salah, Digga, ich küsse dein Auge. Komm, hat er nicht kämpf gemacht? Er muss kämpfen, dass er nicht abgestoßen wird. Er muss absolut kämpfen. Nein, 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 nicht schießen. Oh Gott. Oh. Nein! Ich hab so Schiss vor deinen Schüssen, Mann. Komm, Nito. Was ist? Nein! Ich kann mich absolut nicht konzentrieren. Wenn ich mit Nito ein Tor schieße, dann zählt es doppelt, okay? Okay. Nicht schießen. Nicht schießen. Das kann nicht wahr sein. Alter. Das kann nicht wahr sein. Das ist eins der aufregendsten Spiele, die ich jemals hatte. Oh nein, mein Gott! Was ist mit Salah? Salah, Digga! Oh Gott! Ja, er springt nein, ein Kilometer hoch. Ja, moin. Ja, endlich! Aber Salah springt bis auf die Decke rauf, ne? Ja, und dein Innenverteidiger aber auch hier. Dann. Wer ist das? Wer ist der Torschütze? Er ist Sanchez. Ja, moin. Guter Mann. Wow. Ich bin das nicht an. Nein, wohin, du Pfeife? Wohin? So ein Schlingel, der macht die ganze Zeit sieben Schüsse. Ich weiß ganz genau, dass du die ganze Zeit... Ich weiß ganz genau, dass du die ganze Zeit zu Hulitz spielen möchtest. Und Nikuru, du bist... Oh. Aber Salah hat schon so viele Paraden. Oh, geiler Ball. Geh, Hulitz, bitte, Baby. Ich schenk dir ein Gutti. Ich mach alles, was du willst. Jo! Wow. Ich wusste, ich kann's nicht glauben. GG. 1-1, Mann, Jungs. Ich komm nicht durch bei dir. Ich komm Alter, nicht durch. Das ist das aufregendste Spiel für mich, Mann. Ich muss Gas geben. Es ist zu krass. Alter, Mann. Alter, ich liebe Salah, Alter. Salah ist der Heftigste, ne? Oh, Elfschüsse. Aber ein paar davon waren auch ein bisschen wild. Oh, ich muss mich konzentrieren jetzt. Alter, Mann. Komm, Jungs. Oh, gut. Was? Was ist ein was? Rotz? 4-Minus ist der beste Innenverteidiger auf der Welt. Er ist wirklich der beste Innenverteidiger auf der Welt. Er ist echt gut, Mann. Okay. Oh, kein Foul? Nee. Nein! Oh Gott, das war gefährlich. Das ist gefährlich. Oh. Ja! Habe ich den Tower falsch bewegt, hast du gesehen, gell? Ja. Ah. Aber es ist trotzdem, Bruder, du bist so stark gerade. Ich kann kämpfe echt nur froh sein, dass ich so krasse Stürmer vorne habe. Ich bin nur am Kämpfen, Mann. Ich kann nichts machen. Boah, aber du bist ultra stark am Kämpfen, aber wirklich in krassen Respektmodus bin danke ich gerade. Wow, ja, Salah, vor der habe ich überhaupt Angst, du kleine Maschine. Schau mal, wie schnell du mit ihm bewegen kannst. Wer ist denn der süße Silber? Safe trifft er. Rauf, runter, wow. Wow, wow! Was? Tormann! Glaub's einfach nicht. Ja, aber... ich freue mich so heftig, ich glaub's gar nicht. Ich ja, das so, ist wirklich... Der spinnt, aber es ist halt so... Alter. Oh, Nana ist wirklich grottenschlecht. Aber was das gefährlich ist, Verlängerung. Bei 30 Minuten. Ah ja. Oh Gott, das wäre gefährlich sogar für mich. Dann verliere ich lieber mit einem Tor. Oh. Was war das gerade? Was war das gerade? Ey, ich dachte nicht, dass der reingeht. Alter, GG zu den. Alter, was war das gerade? Ich dachte nicht, dass der reingeht. Den pfefferst du einfach mal so rein, gell? Einfach so. Hä? Den hast du einfach so reingepfeffert, gell? Einfach so? Digga. Was ein Strich. Ich frag mich aber, ob das jemand anders gehalten hätte, ich glaube nicht. Richtige Flugkurve, Flatterball. Das ist ja richtig so ein ungewöhnliches FIFA-Tor, gell? Weiß man gar nicht so aktiv. Ist echt so. Nein, ich bin mitgelaufen. Oh, danke. Ah, oh. Stark. Knapp, ey. Der macht das gut. Nee, du. Ich schwör's dir, was machst du gerade mit mir? Ja, Elfmeter! Bruder, was ist los? Nicht was, aber was Jungs, ist das für ein Spiel? Ich bin euch ganz ehrlich, ich überlege mir gerade den Elfmeter nicht reinzumachen. Aber natürlich, ich mache ihn rein, aus sportlichen Gründen. Aber das Ding ist, ich hoffe, ich bereue es nicht am Ende vielleicht noch mit mehr als einem Torunterschied zu verlieren. Wisst ihr, was ich meine? Ah ja, wir müssen gar nicht drüber nachdenken, weil ich... Das war's komplett. Ich habe eh nicht getroffen. Ich dachte echt, Alter, ich werde schon das eine oder andere Tor mehr schießen. Aber das ist so knapp. Nein, jetzt hör mir auf, ey. Elfmeter hätte ich machen müssen. Ich bin so ein Depp. Nicht jetzt bereuen.
Oh, Salah. Salah ist zu krank. Ich... Zwei Eckballtore, ich schwör's, ich hasse die. Aber ich habe zweimal Eckball und zweimal auf Latte und dann zweimal der Nachschuss. Wahnsinn. So eklig eigentlich. Bruder, vollster Respekt. Wirklich, die Leute. Stark, schreibt das auch gerne in die Kommentare rein. Wirklich. Ich muss ganz sagen, ohne Disrespect oder so irgendwas, ich dachte, ich schieß dich raus. Ja, klar. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich glaube, du hättest das Ähnliche gedacht, oder? Ja, natürlich. Klar, denkt man immer, wenn man kein Torwart hat, der Gegner, dann ist es eigentlich... Checkboard, aber es hat ja, ganz überhaupt gut geklappt. Neto war vorne, ja. Silva ist vorne, ein Silberspieler, keine Ahnung, Salah im Tor, aber Salah war einer war der gut. Besten, finde ich. Ja, war wirklich gut. Holit war echt krank, also wenn ich jetzt heute Holit verliere, ich bin dir ehrlich, ich wäre so traurig, Mann. So Salah hat 5 Paraden und Nana hat 4, ciao Leben einfach. Alter, ich überlege gerade, wo ich die alle hinstellen soll, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Kontrolle über mein Leben. Ich habe jetzt schon aber umgestellt und du kannst schon loslegen, weil ich will nicht großartig überlegen, weißt du? Du hast schon umgestellt? Ja, ich habe schon umgestellt, Mann. Es geht schnell. Schnell jetzt. Also Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, hinterlasst gerne ein Däumchen nach oben. Würde mich wirklich extrem freuen. Ach das, Jungs. Und ja... Ah. Ich habe absolut keine Ahnung. Bitte treff nicht den Holit. Alles nur keine Holit, bitte. Ich habe absolut keine Ahnung. Und Salah natürlich auch nicht. Warte, ich muss kurz überlegen. Das ist ja so legendär, wenn du meinen Silberspieler triffst. Ich nehme den linken... Ich will ihn irgendwie haben, es tut mir leid, Bruder. Ich nehme den... linken Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Bruder! Du hast Nagatomo getroffen, linker Innenverteidiger und Rechtsverteidiger ist einfach Onyekuru. Bruder, da muss ich aber dringend los. Ich habe 11.000 Münzen verloren. Ja, moin! Wo ist Bullet? Servus! Jungs, Real Talk. Bei meiner Bullet? Mami und bei all was ich habe, Jungs, das ist nicht fake hier. Absolut nicht. Bullet ist im rechten ZM. Wir haben Salah im Tor gelassen. Und ansonsten haben wir noch halt Firmino vorne im Sturm, Ramos rechter Flügel, ja, und Piqué linker Verteidiger. Und er holt einfach rechter ZM. Rechter ZM. Du bist in die Verteidigung halt gegangen, da habe ich keinen guten gehabt eigentlich, außer Piqué. Ich wollte zuallererst den linken ZM, wer war da? Da war Alexander Arnold. Okay. Ah! So eine Chance werde ich wahrscheinlich nie wieder bekommen jetzt gegen dich. Glück gehabt, Leute, Mann. Aber jetzt gibt's Rückspiel und jetzt habe ich Bock drauf. Jetzt kommt das Rückspiel und da spiele ich eine Aufstellung, mit der kann ich absolut nicht. Und das Team wird so ähnlich sein wie das jetzige. Also, würde ich jetzt mal sagen, Link ist ganz oben natürlich in der Videobeschreibung. Checkt das Video bei Tabak aus, auch dort, geht rüber. Solltet ihr denn auch kein Abonnent sein, warum auch immer, Leute. Geht rüber, abonnieren, champonieren, dividieren, multiplizieren und auch den Daumen nach oben hinterlassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Toni hat natürlich das letzte Wort. Ciao! Ja, Jungs, hat mir Spaß gemacht. Supportet den Pato, lasst ein Däumchen da. Und falls du nicht Pato abonniert hast, gerne hast du was verpasst, musst du unbedingt tun. Und ja, ich bin gerade so, ich schwör's euch, ein bisschen am Zittern. Ich habe richtig Angst um Holit, Mann. Aber Jungs, man kennt den Hasen. Gluck, Gluck. Ich sag immer Gluck zur Zeit. Haut's rein. Ciao, Mann.